Hallo und willkommen zu Orbital Plausch. Mein Name ist Thorsten und heute plauschen wir ein bisschen zusammen über das Thema Artemis und ganz speziell die Mitfluggelegenheiten, die uns diese Rakete bildet, nein bietet natürlich an der Stelle. Ja, bis jetzt haben wir ja immer geglaubt, der Mond ist wirklich der trockenste Fleck in unserem Sonnensystem. Zwischendurch haben wir natürlich ein bisschen das Ding erforscht und haben festgestellt: Na, ganz so trocken ist er auch nicht wieder. Da gibt es doch tatsächlich Wasser. Aber es stellt sich die Frage: Woher kommt das Wasser auf dem Mond? Waren das jetzt Kometen oder aber sind das einfach Wasserionen, die entsprechend ähm, den Sonnenwinden äh, dorthin getragen wurden? Warum verteilen sie sich nicht nur am Äquator? Warum sind sie auch an den Polen zu finden? Das sind so Fragen, die treiben uns um. Dementsprechend beschäftigen wir uns heute mit der cubesat mission Luna Ice Cube. Die fliegt nämlich auf der Artemis mit. Und zwar jetzt in Artemis 1. Habt letzten Montag nicht ganz geklappt, aber wir sind optimistisch, das wird am Montag der Fall sein. Ja, der Mond hat also Wasser. Wasser ist für uns ja wichtig im Weltall, weil Wasser bedeutet Leben. Wir müssen es trinken. Ja, wir müssen auch was essen. Da ist auch manchmal Wasser drin, aber viel wichtiger. Wasser bedeutet Sauerstoff und natürlich den Wasserstoff an sich, nämlich als Treibstoff. Da hat man sich überlegt, okay, diese Ride on Missionen auf Deutsch Mitfahrgelegenheiten, die sollte man doch einfach mal wahrnehmen. War im Jahr 2015, als NASA Next Step ausgerufen hat, da hat sich das Gotards Base Flight Center zusammen mit der Morehead State University und die Firma Busek überlegt, lasst uns doch mal so einen hübschen kleinen Cube basteln. Das ganze Stück ist jetzt kein Ein-Unit-Knoop, sondern ein 6-Unit-Cube oder 6U. Ähm, hat eine Masse von 14,6 Kilogramm. Und ich dachte mir natürlich, sollten wir vielleicht auch mal was zu zeigen. Kommen wir noch gleich dazu. Ähm, <laughs> Ich habe neue Technik am Start, das merkt ihr sofort. Da äh, ist was nicht ganz so, wie es mir über, ursprünglich mal vorgestellt hat. Äh, wo haben wir es denn? Da haben wir es doch. Genau. Das ist nämlich das hübsche Stück, über das wir uns uns halten. Ähm, 6U bedeuten, das sind Maße von 10 mal 23 mal 37 cm. Die meisten reden immer von einem Cube von 10 mal 10 mal 10 cm. Kann man sich auch als Formeln so ein bisschen behalten. Das passt auf alle Fälle. Das gute Stück ähm, wird mitgenommen und wird nach dreieinhalb Stunden oder nach drei Stunden, 40 Minuten ganz genau in die Freiheit entlassen und darf dann selbstständig Richtung Mond sich bewegen. Ähm, das hier ist der Ort, wo sie aufbewahrt werden, das ist nämlich sozusagen die Zwischenstufe oder ähm, zwischen der Orion-Kapsel mit dem ESM und der, ähm, den ersten Stufen, die das ganze Gebilde in die Luft bringen. Das gute Stück wird mit einem Federmechanismus rausgeschossen richtig in die Luft, äh, quatsch, in den Weltraum natürlich. Ähm, ist nicht ganz alleine, sind, die sind insgesamt zu fünft, die da ähm, nacheinander losgelassen werden. Und alle mehr oder weniger die Mission oder ihre Missionen in Richtung Mond beginnen. Einer davon bleibt zum Beispiel gleich hier, der fliegt nicht weg und ein anderer will noch zu einem Asteroiden, aber darüber vielleicht später noch ein bisschen mehr. Das ist. Ähm, Hauptsächlich natürlich von der Morehead University zusammengebaut, der kleine Cube. Der Cube hat so ziemlich alles, was auch große Satelliten haben. Das heißt, es fängt an von, er hat eine Antriebseinheit, er hat eine Stromerzeugung und Stromspeicherung, er hat natürlich auch einen Rechner und er hat eine Nutzlast. Nutzlasten sind ja auch nicht verkehrt, schließlich man macht das Ganze ja nicht einfach nur um Spaß zu haben. Und natürlich auch eine Lage- und Flugregelung. Also sprich eine Steuerung, damit das Ding weiß, wo muss, wie drehe ich mich wohin und natürlich auch, wo bin ich denn eigentlich überhaupt. Ja, ähm, die Nutzlast ist Birches, das ist ein Infrared-Punkt-Spektrometer im 3 mand bereich ähm, das Ding hat die Möglichkeit, alle 2,7 Sekunden ein Bildchen zu schießen. Dabei wird dann immer so eine Größe von 10 mal 10 Kilometer ähm, abgelichtet und das Ganze dann mit ungefähr äh, eine Million Pixel aufgelöst. Ist nicht schlecht. Dieses Birches gibt es schon länger. Das ist eine miniaturisierte, also eine kleinere Version oder verkleinerte Version, wie sie schon ähm, in 2016 in der OSIRIS-REx-Mission genutzt wurde. Ähm, wenn ihr euch erinnert, da ging es zu dem Asteroiden ähm, Bennu, da haben sie so ein, ähm, ja, eine Sample-and-Return-Mission gemacht, das heißt, sie sind reingetaucht, haben geschaut, kriegen wir ein bisschen was vor dem Oberflächenmaterial und können wir das zur Erde bringen und Sie haben das zumindest den ersten Teil soweit geschafft. Sie sind auch schon auf dem Weg zurück. 2023 sollen Sie wieder bei uns sein. Und genau dieses Birches im Endeffekt ähm, ist dafür verantwortlich, die Suche nach organischen und vor allem flüchtigen Stoffe, Stoffen auf der Mondoberfläche ähm, zu sammeln. Dabei ist der Fokus jetzt nicht, den gesamten Mond zu kartografieren, so wie wir es vielleicht schon vorher bei anderen Sachen gemacht haben, sondern man schaut einfach, kann man immer die gleiche Stelle über verschiedene Mondtage hinweg und ähm, aus verschiedenen Winkeln fotografieren und auflösen und dadurch herausfinden, wo befindet sich das Eis, wie, ver äh, wie verhält es sich überhaupt mit dem Wasser, wo bewegt es sich hin und ähm, vielleicht auch wo kommt es her. Ja, das war wie immer der allererste Teil, die Kurzvariante, zu der wir gleich plauschen werden. Von daher alle, die jetzt dabei sind, bitte bleibt dabei. Wie immer habe ich einen Gast. Und ja, ansonsten spätestens in zwei Wochen wieder auf diesem Channel, wahrscheinlich schon ein bisschen früher, ähm, zu einer außerordentlichen astronomischen Einheit nämlich im Rahmen hoffentlich der nächsten, des nächsten Artemis-Starts. Da freue ich mich schon drauf, allerdings nicht auf dem Channel hier, sondern wahrscheinlich ähm, bei äh, Silvan von Mars Chroniken. Da werden wir uns wieder mit einigen zusammentun und, glaube ich, eine ganze Menge Spaß haben. Von daher habt immer eine Handbreit Luft unterm Hintern und wir plauschen miteinander.